Und zwar in unseren Packsäcken, die wir die ganze Zeit oben drauf mitschleppen, befinden sich kleine Rafts, kleine Schlauchboote. Ultra leicht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Reise bei unserem zweiten Teil damit weiterhin antreten können. Denn wir wollen Meter machen. Richtig Meter. Dreißig Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Ex-Elite-Soldat Otto Karasch und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Ist schon krass schön hier, Wahnsinn. Putzen wir aber gerade die Waffe oben raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Partner des heutigen Videos ist AG1. AG1, da dreht sich vor allem um Abläufe, gesunde Abläufe, die ich in den Tag integriere und Gewohnheiten. Ja, seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren mittlerweile, trinke ich morgens früh immer einen halben bis dreiviertel Liter lauwarmes Wasser. Seit zwei Jahren mische ich AG1 dazu. Die Frage ist natürlich, warum nehme ich überhaupt AG1? Wofür? Einmal natürlich fürs Energielevel. Bei mir eine Morgenroutine mit eingebaut, vor dem Sport zum Beispiel. Regeneration, genauso ein wichtiges Thema und Immunsystem aufzubauen. Ihr wisst selber, Herbst, Winter, die kalte Jahreszeit, einfach wichtig, ausgewogene Nährstoffe zu sich zu nehmen, genug Vitamine aus allen Bereichen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt den Link in der Videobeschreibung an. Da findet ihr alle Facts und Daten zu AG1, was enthalten ist, warum es gut ist und wie ihr dadurch deutlich besser durch den Tag kommt. Das Ganze ist wissenschaftlich entwickelt worden, mittlerweile 52 Mal schon verbessert, die ganze Rezeptur von AG1. Was könnt ihr machen? Den Link in der Videobeschreibung anklicken oder hier den QR-Code abscannen. Euch einmal das Welcome-Package sichern, das als Abo abschließen, das könnt ihr jederzeit kündigen zum Beispiel. Es gibt verschiedene Varianten davon, Varianten in dem Sinne, Verpackungen. Es gibt einmal das große, was ich bei mir zu Hause im Kühlschrank lager, von dem Pulver oder sogenannte Travel Packs. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr ganz einfach ein kleines Beutelchen aufreißen, in Wasser kippen, umrühren oder schütteln und fertig ist das Ganze. Dazu habt ihr noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Einen fetten Dank für den Support, denn durch starke Kooperationspartner können wir auch mega Serien umsetzen und wir machen jetzt weiter mit Survival Squad. Wer damals das Gewässerüberquerungsvideo von Otto und mir gesehen hat, dem kommt das Ganze jetzt bekannt vor. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen packen. Zu den Rafts hatten wir keinen Platz mehr, um richtige Pumpel zu nehmen. Hier dabei sind unsere aufblasbare Säcke, die man nehmen kann, um das Raft damit zu füllen. Das steht als nächstes. Bis hierhin haben wir uns geplagt zu Fuß, schwere Rucksäcke durchs Gelände, sind ganz oben auf dem Berg gestartet. Regen, alles war mit dabei. Und jetzt geht's aus Wasser. Das nächste Fortbewegungsmittel startet sozusagen. Also die Reise und das Abenteuer geht weiter. Jetzt aber ist das Ziel nicht mehr zu Fuß. Ob das klappt, ob nicht vielleicht viel zu flach ist der Bach oder Fluss, das werden wir jetzt gleich sehen. Boah, wird das sportlich. Das wird sportlich. Ich sollte meinen Sack auch noch sichern mit einer Stuckschnur. Wenn es Wildwasser gibt, dann wird es schwierig. Ja, pass hier auf, dass da nicht. Ja, wir müssen es auf jeden Fall mit Schnur noch sichern. Alter, das ist unser Sitzplatz. Da sind die Beine aber ordentlich links und rechts. Ja, ja. Darf ich die nochmal rüberzulegen auf die andere Seite? Guck mal. Ja. Fühlt sich an wie ein neues Abenteuer hier das. Total. Ich muss mich leider hier von dem Caribou-Geweih verabschieden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das da noch draufpacken soll. Deshalb bleibt das leider hier. Wäre zu schön gewesen, aber vielleicht finden wir noch eins.
schade, aber mit unserem Gewicht und allem und Waffe obendrauf wird es einfach super schwer. Ja, ja. Schade. Sehr schade, aber... Ja, wir sind gespannt, ob es uns trägt alles. Let's go. Auf den nächsten Teil. So, das Abenteuer kann beginnen, die ersten Meter. Wir hoffen, es werden viele, viele Meter kommen. Warte, ich setze mich erstmal rein, Fabio. Jo. Das ist gar nicht so leicht, wenn das Ding so voll ist. Ich sitze. Sieht so falsch aus, dass die Waffe die ganze Zeit auf dich zeigt. Ja. Oh, der Arsch wird auf jeden Fall schon nass. Weil unten drunter ja mit Absicht Löcher sind. Okay. Ja, Hintern ist auch nass bei mir. Fabio, guck, dass du nicht gegen die Felsen gedrückt wirst mit dem Ding, ich ja? Gucke. Felsen sind natürlich fatal hier für das Teil. Abenteuerlich. Okay. So. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt. Der Fluss ist noch nicht wirklich tief. Deshalb konnten wir das auch jetzt erst auspacken. Aber es ist eine ganz andere Art des Reisens. Gut, die erste Fahrt ging so semi-lang, denn wir sind jetzt zu flach. Ich setz schon voll auf. Ich glaube, da vorne die Stromschnelle würde ich auch eher das Ding schleppen. Naja, wir haben zumindest mal schon mal 150 Meter geschafft. Ja, das wird ein Spaß hier mit barfuß dauernd aussteigen. Aber immerhin kein schwerer Rucksack auf dem Rücken, der die Füße da reindrückt. Und dennoch, naja. Ich muss jetzt erstmal meine normalen Schuhe rausholen, weil das hat so keinen Sinn. Da bin ich zu langsam mit, wenn ich raus aus dem Boot muss. Oh, oh, sorry. Ja, man kann auch so ein bisschen mit der Hüfte steuern. Wow. Also, Stand jetzt führen wir unsere Schlauchboote mehr spazieren an der Leine als alles andere. Haben zwischendurch mal ein paar hundert Meter, ne, wenn es hoch kommt, ein paar Meter, fahren können. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir irgendwann vernünftig fahren können. Aber ich glaube, es ist wie am Anfang der Tour mit dem Rucksack oben im Gebirge aufgesetzt werden. Am Anfang ist es einfach schwer. Auf jeden Fall, aber wir kriegen das hin und das wird noch gut. Ja, weiter geht's. Ja, ist doch ganz entspannt. Jetzt. Otto Gerd Karasch, was machen wir hier nur? Keine Ahnung. Alter. Ja, wir haben jetzt schon knapp einen Kilometer geschafft mit den Dingern. Und ich muss sagen, für mich jetzt mit Kaloriendefizit und so, also es ist wild und es wird sicherlich die ein oder andere brenzlige Situation entstehen. Garantiert. Aber ich genieße gerade, dass dieser, ich schätze mittlerweile 40 Kilo Rucksack nicht mehr auf meinen Schultern lastet. Ja. Kann ich gut verstehen. Ich finde, es ist so ein bisschen Kneipp-Tour für die Füße und Beine. Ja, ja. Action ist es auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt gefühlt auf den ersten Kilometer, ich sag mal 700 Meter locker die Rafts an der Leine gehabt, um die Untiefen zu ziehen, damit die nicht aufgeschlitzt werden von den Steinen. Was übrigens meine größte Angst ist. Man sieht irgendeinen Stein nicht im Wasser, wupp rein, zack, das Ding aufgeschlitzt. Weil dann wäre die Tour da mit dem Fortbewegungsmittel sofort zu Ende. Ja, ja. So looks it out. Ja, erster Kilometer, aber mega, den haben wir geschafft. Wird wild.
Alter, das ist gerade eine krasse Szenerie, wie das aussieht. Als ob wir in so einen versunkenen Wald reinfahren. Da hinten, genau 12 Uhr, steht ein Karibu. Das guckt uns ganz verwirrt an. Das seht ihr jetzt leider nicht auf der GoPro, aber es guckt wirklich lustig. Das Karibu geht gerade in den Fluss rein. Jetzt ist es auf der anderen Seite. Da läuft das Karibu hinfort von den Außerirdischen. Noch nie Menschen gesehen und dann direkt sowas Stranges. Ja, es guckt wieder. Die Sonne ist schon langsam am Untergehen und wir schauen gerade nach dem Nachtlager. Wir haben uns da oben den Hang, werden wir uns jetzt anschauen. Aber wir müssen jetzt erstmal hier an Land kommen mit den Rafts. Unsere Füße und Beine sind gut kalt. Wir sind ja nicht ganz 2 Kilometer heute gekommen. Aber haben ja auch spät Nachmittag angefangen, muss man sagen. Sonne ist hier auf der Seite schon dunkel, Untergang. Wir haben jetzt hier eine Wahnsinnsszenerie. Ihr könnt es auf der GoPro wahrscheinlich erkennen. Da hinten das Tal, alles voll Bäume, öffnet sich richtig schön. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, wir werden zusehen, dass wir jetzt einen schönen Ort fürs Nachtlager finden. Und dann geht das Abenteuer nämlich morgen direkt weiter. So, heben wir mal die Mumie raus. Boah. Sieht echt aus, als ob wir hier 2 Leichen rumhantieren. Ja, das denke ich auch die ganze Zeit. Ja, die Füße sind gut durchgefroren. Aber irgendwie angenehm. Aber auch irgendwie so Eisklumpen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob angenehm oder anders. Meinst du schräg? Na, sieht schon schräg aus. Oder will. Ja, nee, wenn wir hier so längs liegen, parallel. So meinst du? Moos irgendwie ein bisschen abgetragen. Ja, Moos gehen wir immer abgetragen. Ja. So viel Moos. Was schon mal positiv auffällt, hier in dem Hang haben wir keine Tierpfade. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute Nacht Besuch bekommen, ist relativ gering, weil die gar keinen Bock haben, hier hoch zu kraxeln oder dass nicht denen ihr typischer Pfad ist. Und ja, sieht schon super häuslich aus wegen dem Feuerchen. Feuer ist immer häuslich. Toll. Geil. Das Abenteuer geht weiter. Es geht weiter. In die nächste Runde. Füße kalt, ja. Feuer an, gleich alles warm. Sehr schön. Also Otto, ja? Gerade haben wir noch gesagt, hier sind keine Tierpfade und nix. Ja. Hier ist Elchlosung. Echt? Ja. Der Elch hier durch. Keine Ahnung, wie der Elch hier durchkommt. Man sieht, der ist hier so gegangen. Die Rafts lassen wir hier unten. Das kriegen wir nicht hier unfallfrei durch die Äste durch. Geht morgen früh weiter. Wäre natürlich ein schöner Regenschutz gewesen, aber machen wir wie sonst auch heute mit Tarp. Feuerchen ist angeworfen. Wir gehen jetzt erstmal hin, sammeln ein bisschen Holz. Totholz gibt es hier zum Glück ohne Ende, was wir nehmen können. Und dann heißt es gleich erstmal schön die Füße wärmen, aufwärmen, denn die fühlen sich so ein bisschen an wie Eiszapfen. Hier haben wir schön was zum Lagerbau. Hier sind super viele Stämme, da liegt einer, da liegt einer. Gut, den lassen wir da liegen, der ist zu durch. Also Material hapert hier oder mangelt es hier gar nicht. Da liegt noch einer. Kriegen wir ein schönes Lager gebaut. Ja, Thema Sicherheit am Wasser, ne? Wie ihr gesehen habt, ja, haben wir nur die Schrotflinte, die bei Fabio ist, griffbereit. Warum das andere Gewehr nicht? Also eigentlich sollten wir beide griffbereit haben, denn wir haben schon eine Situation erlebt, wo wir uns auch auf den Weg machen wollten. Grizzly uns aufgenommen hat sozusagen. Und deswegen wäre gut, auch die andere Waffe, die ich mit habe, mit dem Zielfernrohr, das mit einer Kugel drin, griffbereit zu haben. Nur die Waffe hat ein Zielfernrohr. Und das Zielfernrohr sollte auf keinen Fall nass werden oder die ganze Technik da drin ist deutlich mehr anfällig wie die Schrotflinte gegen Feuchtigkeit.
Und so müssen wir jetzt quasi uns nur auf die Schrotflinte verlassen, die Fabio mit dabei hat. Sonst achten wir beim Zu-Fuß-Gehen ja immer darauf, was sich in den Gebüschen bewegt. Irgendwo, wenn wir weitere Sicht haben, ob es sich irgendwo ein Grizzly bewegt. Wie auch immer, reden laut. Und da sind wir aber beide direkt einsatzbereit. Jetzt hier bei der Situation sieht es komplett anders aus. Ja, jetzt lastet die ganze Verantwortung quasi auf Fabio. Fabio sorgt für unsere Sicherheit. Und deswegen wollen wir auch immer nah beieinander bleiben mit den Booten, damit, wenn etwas ist, wir auch nah aneinander sind. So, dass er zur Not erstmal einen Warnschuss abgeben kann. Ich habe derzeit hoffentlich Zeit, die andere Waffe rauszuholen, damit, wenn eine Brenzlsituation entsteht, wie sie schon entstanden ist, wir zwei Waffen haben zur Sicherheit. Aber nichtsdestotrotz, man schaut sich immer um, guckt links, guckt rechts, guckt in die Ferne, die Hügel lang, sieht man irgendwo was, bewegt sich irgendwo was. Man wird nicht alles entdecken. Ich wette, die letzten Tage, fast zwei Wochen jetzt, sind etliche Tiere einfach an uns vorbeigelaufen, mit geringem Abstand, und wir haben es nicht mitbekommen. Erinnerst du dich noch an die Wölfe? Ja. Als ich noch kurz vorher in den Büschen gesagt habe, ich unterlade mal die Waffe, wir sehen hier so wenig. Ja. Und drei, fünf Minuten später, ich weiß nicht mehr, standen wir durch Zufall ein bisschen höher und haben dann die Wölfe gesehen, das Wolfsrudel. Richtig. Das ist hier draußen auf jeden Fall eine andere Nummer. Ja. Aber wir machen uns natürlich auch da unsere Gedanken drum und haben eine gewisse Taktik und Vorgehensweise und gehen da jetzt nicht völlig blauäugig rein. So, guck mal, dass wir den so ein bisschen auf die Höhe wie den anderen haben. Können wir den auf den Ast ablegen? Ja. Genau, da würde ich noch ein, zwei quer und dann können wir das Tab oben drauflegen. Wir versuchen jetzt hier unser Nachtlager einigermaßen gleichmäßig eben zu machen. Ist für mich auch schön, weil ich habe ja seit Tag 1 eine nicht mehr funktionierende Luftisomatte und liege quasi immer auf dem blanken Boden. Und hier sowas sorgt dafür, dass die Nachtruhe etwas besser ausfällt. Menschen sind schon komische Tiere. Jedes andere Tier legt sich einfach hin, fertig. Wir müssen Feuer machen. Wir machen es, dass wir nicht nass werden vom Regen, dass wir bequem liegen. Muss alles kuschelig sein. Muss alles kuschelig und sicher sein. Ich versuche jetzt hier ein bisschen das anzugleichen, dass das gerade ist. Dass man nicht nachts hier runterrutscht. Behausung. Soweit fertig. Dann haben wir das Tab jetzt oben abgespannt. Ja, so einen minimalen Rahmen. Also das sollte passen, dass wir uns danach hinlegen können. Verbarrikadieren jetzt noch ein bisschen die Eingänge. Und dann können wir einziehen. So sieht es von oben aus. Bisschen abenteuerlich. Funktioniert aber. Fabio, was sagst du zum Tab? Guckst du? Ich habe gerade irgendein Geräusch gehört. Also ich finde das Lager sehr gemütlich, was wir hier gemacht haben. Ja, wird gut. Ich freue mich heute echt auf den Schlafsack. Ja, ich auch. Ich finde es krass, wie wir jeden Tag ein neues Lager bauen müssen. Krass, oder? Ja. Jeden Tag neues Lager. Deswegen seht so nach, wenn es nicht wow, picobello, perfekt gespannt, ohne irgendeine eine Rolle da drin oder irgendwie ein bisschen geworfen. Ja. Es muss funktionieren und muss nicht gut aussehen. Genau, so sieht's aus. Fabio kam gerade auf eine sehr gute Idee und hat mir eine Frage gestellt. Möchtest du eine Prise Salz, Otto? Ich möchte sehr gerne eine Prise Salz. Den einzigen Luxus mit dem Chili-Pulver, den wir uns hier auf der Tour erlaubt haben. Heute sind unsere Mägen komplett leer. Heute wir haben nichts gegessen, gar nichts. Ja, deshalb... So Salz hier draußen in der Wildnis ist purer Luxus und schmeckt und das schmeckt unfassbar intensiv. Ja. Ich finde, das schmeckt immer intensiver. Ja, richtig krass. Es ist schon Wahnsinn, über was man sich hier draußen freut. Einfach ein bisschen Salz. Da
Das muss für heute reichen. Und das ist das Abendessen. Das ist das Abendessen. So, wir machen das Lager ready. Weiter. Und dann geht's ab in die Eier. Ja. Wir erzählen ja mal davon, wie viel Acht wir geben, dass wir schauen, wo sind Grizzlies und kein Essen irgendwo zurücklassen und wenn, den Kochtopf ein paar hundert Meter weiter wegstellen, weil noch Fischreste drin waren. Aber es gibt eine Sache seit Anbeginn der Tour, seit zig Tagen, das werdet ihr jetzt gleich hören. So, ich warte noch kurz, ja, das ist jetzt gleich soweit. Und dann sage ich immer eine und dieselbe Sache. Ja, nee, Fabio, ne? Lock du ruhig hier die Bären an, die Wildtiere. Oh, ich bin ein krankes Tier. Oh, erlöse mich. Hier bin ich. So. Der Schmerz laut von irgendwas. Das macht Fabio seit Anbeginn der Tour. So, das brennt. Das brennt schön. So, was sagst du, ist der Tee fertig? Ja, gute Frage. Wir haben es noch nie gemacht. Das ist der sogenannte Labrador-Tee oder Hudson Bay-Tee oder Trapper-Tee. Wohl früher ganz beliebt. Man darf die Blätter eigentlich nicht verwechseln mit irgendeiner anderen Pflanze, die giftig ist. Aber haben wir nicht, denn die sind unten drunter braun. Jetzt haben wir den Tee gekocht. Test Nummer 1 war 5 Minuten kochen, 5 Minuten ziehen lassen. So, mal gucken, ob das jetzt schmackbar ist oder nicht. Das ist sehr heiß. Hat irgendwie was von so grünem Tee. Ja? Mhm. Ich dachte, vielleicht hat er jetzt irgendeine coole Note oder so, aber... Nee, er erinnert mich sehr an grünen Tee. Ich bin gespannt, was du sagst. Richtig heiß noch? Ja, wahrscheinlich, ja. Geht. Also kannst du rausschlürfen. Ja. Schmeckt wie Tee. Ich habe jetzt mehr erhofft von Labrador-Tee und Trapper-Tee und Hudson Bay-Tee und sowas, wie da genannt wurde. Oder wir haben aber zu wenig Blätter drin. Wir haben ja erstmal getestet. In so einem schlauen Büchlein stand, man sollte, glaube ich, nicht zu viel nehmen. Aber soll gut sein gegen Entzündungen, gut für den Magen, wenn man Magenverstimmung hat und alles. Und Vitamin C, meine ich. Stand auch drin? Ja. Dazu brauchen wir erstmal Eisen. Mhm. Fleisch. Exakt. Oder Fisch. Ja, von drinnen sieht unser Hütchen immer so aus, so ein bisschen verbarrikadiert das Ganze, aufs Gröbste, fürs Gefühl. Fürs Gefühl, ja. Fabio hat seine Schrotflinte da liegen, sichert sozusagen in die Richtung nach da. Ich habe meine Waffe hier liegen, die in die Richtung zeigt. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, das ist aber wahnsinnig, warum macht er sowas überhaupt? Ja, jeder, der, beziehungsweise alle, was uns am fünften Tag... Vierter Tag. Oder vierter Tag. Grizzly. Dritter Tag waren Wölfe. Vierter Tag war 2 Grizzlies innerhalb von 10 oder 20 Minuten. Und das ist der Grund, warum wir die Waffen griffbereit hier liegen haben. Denn hier ist halt nicht süßes Schwarzbärengebiet. Das kennt, glaube ich, Fabio auch sehr gut von Whistler. Ich kenne sogar aus Kanada, genau. Schwarzbären. Wer meine alten Bike-Videos kennt aus Kanada, da habe ich immer so viele Schwarzbären im Bikepark und auf Trails drin gehabt. Die, ich weiß gar nicht, ob es die hier gibt, weil die haben wir noch nicht gesehen. Wir haben nur, dann gibt es ja noch die mittlere Version, Braunbären. Die sind schon gefährlich im Vergleich zu den Schwarzbären. Und Grizzly ist halt Königsklasse. Und genau denen sind wir bisher alleine begegnet, also 2 Grizzlies. Ja, und Schwarzbären gibt es ja auch gar nicht. Ja. Das ist der Grund, warum wir die Waffen da so haben. Also nur das Verständnis für euch. Nicht, weil wir großartig denken, uiuiui, sondern weil es schon passiert ist. Ja, also ich meine, da sagen einem auch hier die Kanadier, hier raus geht keiner ohne Waffe. Egal, ob er jagen geht oder gut wandern geht hier keiner, aber auch noch für einen kurzen Aufenthalt geht es nicht ohne Waffe hier raus. Gut, dann sagen wir final Gute Nacht. Good night. Schönen guten Morgen, kurz nach 6 und
Die Nacht war richtig kacke. Ich hab gefroren wie Sau durch die fehlende Isomatte. Ist die ganze Kälte hochgezogen, Nacht gezittert, kaum gepennt und muss jetzt mal aufstehen und Feuer machen. Vielleicht gibt's Tee und das Lager wird nach und nach verfeuert. Das ist der Vorteil, wenn man hier abends alles zustellt, man hat am nächsten Tag direkt Feuerholz. Ja. Boah, das wird so gut hier am Feuer. Was sagt Otto Gerd Karasch zu diesen frühen Aktivitäten im Lager? Ich war auch einmal um 3 Uhr wach, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwas gehört. Und tatsächlich ist es wirklich frisch heute Nacht. Wirklich frisch. Ich habe auch ein bisschen kalt an Füßen. Ja, mich gewundert, dass Fabio heute Morgen hier knick, knack, höre ich an, ratsch, Feuer an und denke mir so, wow, okay, der Junge hat Energie. Wir packen gerade unser Lager zusammen und wir mussten beide mit Erschrecken feststellen, Fabio und ich, dass wir einfach nur noch zwei Lauche sind. Ja, ich kann gerne nochmal die Jacke ausziehen. Komm, zeig den Leuten nochmal deinen ausgemergelten Körper. Das ist krass. Hier dieses Kompressionsshirt ist sonst überall spackeng. Und jetzt schlägt es überall Wellen und sieht zwei Nummern zu groß aus. Und die Hose musstest du auch nachziehen? Die Hose muss ich jetzt so. Sieht man schon, wie sich der Gummi wellt. Es ist schon... Ich wüsste mal gern, wie viel wir jetzt schon abgenommen haben. Ich bin mit 82 Kilo da rein. Ich kann mir vorstellen, ich bin bei 73 oder sowas. Krass. 74, nee, eher 73, 72 so. Also ich bin rein, ich habe ja vorhin noch ein bisschen angefuttert mit gesunden 93,5 Kilo, knapp 94. Jo, Fabio auch so, Otto, keine Arme mehr. Ja. Ja, ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass Otto auf einmal auch abgebaut hat. Auf einmal, ja. Ja, war wahrscheinlich ein schleichender Prozess, aber jetzt ist wahrscheinlich... Ja, vor allem, wenn wir die Bilder später irgendwann mal sehen, denken wir, ach du dicke Leute, wie sahen wir denn aus? Ja, ja. Das ist einfach krass, was diese Tour zehrt. Ich bin echt gespannt nachher auf den Abschluss irgendwann. Wie viel Kilo haben wir verloren? Ja, und das Vorher-Nachher-Bild. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ja. Ja, wird spannend. So, egal wie abgemagert wir uns fühlen, es geht jetzt weiter. Wir verlassen unser schönes Nachtlager. Ich bringe jetzt schon mal die erste Fuhre runter zu den Rafts. Und dann geht's weiter. Wir haben eine Mission für heute. Und zwar hat Otto einen See auf der Karte entdeckt. Und den würden wir ganz gerne ansteuern, um dort die Hoffnung zu haben, ordentlich Fisch fangen zu können. Otto erklärt euch das jetzt mal. Wir haben folgende Herausforderung hier. Und zwar sind wir ja im Wasser, habt ihr gesehen, wer vor allem Kapitel 1 gesehen hat, also Chapter 1 von unserer Tour, an der Quelle gestartet. So, und der Bach ist immer noch nicht, oder Fluss, so breit genug und groß genug, dass wir große Fischvorkommen haben. Aber Fisch ist aktuell das Einzige, wo wir richtig Eiweiß von ziehen können. Also Nahrung, die wir brauchen, abseits von den paar Beeren und Pilzen, die wir haben. Und auf unserer Karte gibt es einen See. Der liegt leider nicht genau auf unserer Route. Wir befinden uns jetzt circa hier und müssen dahin. Das heißt, hier geht der Fluss lang, dem wir eigentlich folgen wollen. Wir müssen einmal nach rechts abbiegen in 3 Kilometern Entfernung, circa 3 bis 4. Rechts dann rein, den Flusslauf folgen und da gibt es einen See. Unsere Hoffnung ist, dass der See voll mit Fisch ist, voll in Anführungsstrichen, aber dass wir da einfach die Möglichkeit haben, vielleicht auch ein Lager für mehrere Tage zu errichten. Wir merken, hier ist ordentlich Fisch, Lager ein großes bauen, uns häuslich einrichten, dann da mehr Beeren sammeln und nicht die Energie verschwenden, halt jeden Tag, was wir vorher mussten, um Meter zu machen und vorwärts zu kommen. Ich ramme.
Wir kämpfen uns hier weiter durchs Flussbett und das Problem ist halt einfach, der Bach oder Fluss spaltet sich immer auf in mehrere Arme und in jedem ist nicht genug Wasser dann, als dass man dann da fahren kann, sondern nur, wenn der einmal kurz für ein paar Meter alles zusammenläuft. Super anstrengend, wir müssen immer wieder alles anheben und tragen, damit das Raft hoffentlich nicht kaputt geht. Das wäre der Worst Case. Das ist halt sau anstrengend und wir kommen gar nicht gut voran. Es wäre natürlich schön, wenn wir heute es irgendwie bis zum See schaffen, aber das sind noch echt ein paar Kilometer. Jetzt seht ihr nochmal, was ich meine. Wir kommen aus dem Seitenarm, da oben fließt einer lang, nicht Seitenarm, aus dem Fluss, wo der sich einfach teilt. Hier ist einmal, da ist einmal, weil Fabio und ich eben, kann doch nicht sein. Weiter oben sah der Bach doch, oder der Fluss besser gesagt, viel breiter aus. Und jetzt sehen wir warum. Da ist ein Stück, hinter ist ein Stück, da. Und deswegen kriegen wir gerade einfach die Rafts nicht zu Wasser gelassen. Aber ich habe die Hoffnung, wenn das jetzt hier reinfließt, das da reinfließt, dass wir ab da hinten vielleicht mal aufs Floß können und nicht nur spazieren führen, die Dinger. Was für eine Kulisse hier. Das vergisst man so ein bisschen in den letzten Tagen. Wie krass hier die Berge aussehen. Was für Weiten. Wir fahren wieder. Wir sind wieder auf hoher See. Ah, da kommt der nächste Seitenarm. Herrlich, jawohl, jetzt haben wir wieder Wasser. Mal schauen, wie lang es geht. Das Gute ist, wenn es geht, ist es schnell. Kommt wirklich gut vorwärts dann. Aber es sind halt meistens immer nur für so ein paar hundert Meter. Aber egal, die genießen wir, denn wir wissen, das wird einfach immer besser mit der Dauer. Fühlt sich gerade fast wie ein bisschen Urlaub an hier, die Bootstour. Richtig nice. Wir fahren, Freunde. Ich liege so auf meinem Bötchen. Es ist schon ein Kampf, weil man immer wieder lenken und muss. Ihr seht schon selber, ich treibe gerade voll schräg. Da vorne fährt der Fabio. Blick auf die Berge. Wir haben jetzt 2,8 Kilometer hinter uns gebracht. Ich hoffe, man kann das sehen. Sieht gut aus. Geil, was wir für Strecke machen. Wir fahren wieder und wir glauben, wir haben die Einstiegsstelle. Da hinten sieht es ein bisschen eingebuchtet aus, dass dort die Einstiegsstelle, wo es wieder zu Fuß weitergeht, ist Richtung See. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Wete am Fluss hier und gucken, dass wir irgendwo dann die Rafts zurücklassen. Hier bei der Nummer mit den Booten kann man sich so richtig vorstellen, wie früher die Indianer mit ihren Kanus den Fluss entlang sind. Dann ab und an. Oh, Moment. Dann ab und an angehalten haben, Lager aufgeschlagen, raus in die Weiten zum Jagen, zurück zum Stamm. Wir am Ufer warten, das ist schon geil. Tatsächlich fühle ich mich so ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt, als ich so die ganzen Karl May, Winnetou Filme gesehen habe. Und ja, es ist einfach cool hier zu sein und das mal so zu fühlen, diese Abenteuer, die damals beschrieben wurden. Wir haben jetzt unsere Flussfahrt hinter uns, ja. Haben über 4 Kilometer gemacht. Unfassbar, wie schnell das ging. Ging wirklich schnell, oder? Wie lange waren wir jetzt unterwegs? 2 Stunden? 1,5? 2 Stunden. Ja. Vor genau 2 Stunden haben wir GPS gestartet. Ja. Und da haben wir noch ein Zeug zusammengepackt und sowas die letzten Minuten. Ja. Also das ist echt gut, dass wir hier so knapp 2 Kilometer pro Stunde vorangekommen sind. Trotz vielen Tragen, Rausräumen von den Dingern, über Steinbänke tragen und sowas. Mhm. Meine andere Nummer als einen dicken Rucksack am Rücken. Hier haben wir jetzt die Rafts noch stehen. Die werden wir jetzt halt hier versuchen, irgendwo, ich sag mal, bärensicher zu deponieren. Also die nehmen wir, lassen die auch aufgeblasen und verstecken die dann vielleicht irgendwo in so einer Senke drin, markieren die per GPS. Ja, und dann heißt es für uns in diese Richtung, wir denken, das Wasser kommt da hinten raus. Oder da müssen wir hoch, um Richtung Berg zu kommen. Also wenn man die Gegend so liest, kann eigentlich nur da Wasser runterkommen. Aber wir machen jetzt mal so einen richtigen Hack. Ich packe jetzt die Drohne aus. Und dann gucken wir, ob da der See ist.
Drohne hat den See gefunden. Wir sind uns sicher, da oben ist was und wissen jetzt die Richtung ganz genau, auch wenn Otto das Ganze natürlich schon mit GPS da ausklamüsert hatte. Aber das gibt jetzt nochmal ordentlich Vorfreude und Motivation hier für den Marsch da hoch. Nichts mit GPS ausklamüsert, GPS war nur eine kleine Hilfe. Ich habe das Ganze mit einer physischen Karte gemacht. Stimmt. Analog Otto. Genau, ich wollte gerade sagen. Analog Otto. Hashtag Analog Otto. Karte schlägt alles. So, hier sind unsere Rafts versteckt in dieser Senke. Fabio macht eine Pause. Ich habe einfach schon vorgearbeitet. Ich bin jetzt abmarschbereit, warte halt nur noch auf Fabio. Völlige Lüge einfach. Sollen wir auf den Knopf drücken, wer schneller alles eingepackt hat? Nö. Ich gar nicht ein, Otto. Also wie ihr seht, wir streiten sehr viel, muss man sagen. Also wirklich viel. Fabio und ich kriegen uns einfach nur ständig in die Wolle. Das ist auch kein Geschenk, mit dem hier zu sein. Ja, es harmoniert null. Null. Der Typ kotzt mich einfach nur noch an. Ja. Ja, ich bin froh, wenn ich ihn nicht mehr sehen muss nach jedem Projekt. Das ist vielleicht auch so eine Frage, die ihr habt. Wie verstehen wir uns? Fabio, haben wir uns einmal bis jetzt angezickt oder sowas? Nö, null. Nö, ne? Gar nicht. Mega harmonisch. Wofür auch? Ja. So, nachdem Otto jetzt da die ganze Zeit rumgespielt hat, können wir endlich starten zu dem Fluss mit den ganz vielen imaginären Fischen. Und See, nicht ja, bloß. Ich habe die Zeh. Fabio ist einfach schon ein bisschen durch. Mein Hirn ist echt so die hardcore durch. Ultrasportler, die kommen da nicht mit klar. Nahrungsentzug, kann man ein bisschen Sport machen hier. Ja, ich brauche mein Supplement. Kreatin, dies, das, Ananas. Fall nicht, Otto. Ach was, Berg fällt nicht. So, hier vorne wird es jetzt wieder ordentlich dicht. Haben wir wieder keinerlei Sicht. Vielleicht mal so auf 1-2 Meter, wenn überhaupt. Deshalb ist das Teil jetzt zu unserer Sicherheit wieder da. Und jetzt schlagen wir uns ja durch. Wir finden auch überall Elchlosung. Ja. An jeder Ecke. Wir haben so viel Elchlosung schon gefunden. Das ist krass. Hier sieht man, das Wasser fließt kaum. Wir fragen uns eigentlich, wann sehen wir den ersten Elch? Ich meine, die sind ja jetzt nicht so klein. Gut, ich bin mir immer noch sicher, dass ich an Tag, ich weiß nicht mehr, 3 einen Elch gesehen habe. 4? Nee, 3 glaube ich. Abends beim Einschlafen auf der anderen Flussseite. Weil das war so riesig, hier ist wieder Elchlosung. Also jetzt haben wir heute, glaube ich, schon den 10. Ja. Elchhaufen gesehen. Vielleicht ist das hier einfach Elchgebiet. So, vor uns liegt der Hang, den wir jetzt hoch müssen. Links daneben der Canyon. Einfach mal eine kleine Wanderung machen. Die Berge hinauf. Die Aussicht genießen. Wie hier, diesen wunderbaren Canyon. Oder hier. Den Blick ins Tal. Analog Otto ist auch. Analog Otto. Schaut euch an, wie schön hier alles ist. Mega. Ja. Richtig, richtig schön. Komm Otto, wir haben keine Zeit, wir wollen Fische. Hier sieht aus wie eine Badewanne. Ja, hier sieht aus wie eine Badewanne, oder? Das ist krass, ja. Da hinten ist wasserfrei. Da runter. Ich hätte fast Lust auf dem Bad, wenn ich das sehe. So einfach mal da reinhüpfen, reinlegen, das Wasser dürfte nicht so kalt sein wegen dem See. Nee, überhaupt nicht. Oh, eine schöne Badewanne. Wir haben das letzte Mal vor 2 Tagen was gegessen und sind ja jetzt schon ordentlich Zeit hier in der Wildnis. Und ich bin total beeindruckt, was so der menschliche Körper alles mitmacht. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo rumhocken oder so, sondern wir sind heute gut mit den Rafts, aber dennoch jetzt bei knapp 7 Kilometer für heute. Sind hier gerade den Hang hoch, den Berg hoch geprügelt, marschieren gleich noch weiter. Und der Körper kann immer noch. Hätte ich so nicht gedacht.
so wenig essen, jeden Tag so krasses Kaloriendefizit, keinen einzigen Tag mal so richtig satt gegessen oder ansatzweise die Kalorien, die wir verbrennen, erreicht. Und ja, man funktioniert immer noch. Das ist schon beachtlich. Zwischendurch als Wegzehrung gibt es immer so eine kleine Handvoll Blaubeerchen für den Fabio und mich. So halten wir mal ein bisschen die Laune oben. Und man muss sagen, die jetzt hier schmecken deutlich süßer als die beim Start der Tour. Warum? Weil wir hier deutlich niedriger sind und die wahrscheinlich deutlich reifer. Ist also mehr Zucker drin und die lasse ich mir jetzt schön schmecken. Einfach gut. Lecker Blaubeeren. Jetzt haben wir doch nochmal einen schönen Anstieg vor uns. Irgendwo dahinter, noch ein gutes Stück, ist der See. Hinter uns noch Sonnenschein. Vor uns haben wir schon Blitz und Donner gehört. Himmel verdunkelt sich. Wir hoffen halt, dass wir ankommen am See und Tarp spannen können, bevor es hier ganz wild anfängt zu regnen. Das wäre das Ziel. Wir haben Hoffnung, dass hier diese Freifläche die große Wiese ist, die wir eben von der Drohne aus gesehen haben, die direkt am See ist. Wird sich gleich zeigen. Der Wind zieht auf, aber da ist er. Jetzt auch für euch zu sehen, eben auf der GoPro, schwer zu sehen. Aber da unten liegt er. Wunderschöne Farbe. Mal schauen, was uns da erwartet. Hoffentlich Fische. Oh Mann, ich kann es nicht glauben, dass wir endlich hier sind. Oh, sieht der schön aus. Der hat richtig Wellen durch den Wind, gerade hier oben durchs Wetter aufzieht. Krass. Ganz grün. Wenn wir jetzt hier Fische finden, unsere Energie aufladen können, unsere Akkus, also auch für die Kameras, einfach mal Energie für alle Beteiligten aufladen. Geil. Unser See. Geil. Wir gehen jetzt hin und suchen Nachtlager, wo wir pennen können. Am besten mit schönem Blick auf den tollen See. Das wäre der Knaller. Oder? Let's go. So, das perfekte Lager. Ja, richtig geil. Windgeschützt zwischen großen Fichten hier. Dahinter ist der See direkt. Links, rechts der See, da unten sogar windgeschützter See. Halbwegs gerade. Mega, super schön hier. Kein Wind. Krass. Und schon fühlt sich dieser Trip wieder wie Urlaub an. Ich finde es so geil, wir sind jetzt so lange unterwegs. Haben so viele verschiedene Spots gehabt. Dann Auto durch Zufall hier den See entdeckt auf der Karte. Und all diesen Weg, den wir bisher gegangen sind, mit allen Höhen und Tiefen, ist irgendwie faszinierend, dass wir genau an diesem Platz hier landen, weil der so perfekt und schön ist. Es ist schon faszinierend. Wie gewollt irgendwie. Das war sie, schon wieder eine Folge von Survival Squad. Wenn ihr euch jetzt wundert, hey, pass auf, ich kann die Vorfolge gar nicht finden, die findet ihr nämlich bei Fabio im Kanal. Warum? Weil wir das Ganze mal abwechselnd machen. Samstags 17 Uhr bei mir, mittwochs immer 17 Uhr bei Fabio. Deswegen unbedingt seinen Kanal abchecken, Link in der Videobeschreibung und hier nochmal eingeblendet. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Let's go, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder beim Fabio. Wenn euch die Serie Survival Squad genauso gut gefällt wie Fabio und mir, dann checkt gern unsere beiden Merch-Shops ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben beide uns ein paar coole Designs überlegt, auf T-Shirts, auf Hoodies und vielen, vielen anderen Sachen. Damit supportet ihr ganz persönlich uns und zeigt auch nach außen hin, dass ihr Fans von Survival Squad seid. Und fetten Dank für eure Unterstützung.